Wir stehen vor einer globalen Herausforderung. Das ist der Klimawandel. Dem können wir nur mit Innovation und Ingenieurskunst begegnen. Es gibt für uns drei Wege, wie wir mit CO2 umgehen. Das eine ist CO2 vermeiden, das ist der Königsweg. CO2 nutzen, das ist extrem wichtig. Und der dritte Weg ist, CO2 zu speichern. CO2-Speicherung können wir heute schon tun. Das können wir mit Wäldern tun oder auch technisch. Die Herausforderung ist aber, wie können wir es weltweit einheitlich tun? Und wie können wir es sinnvoll anreizen? Wir als Freie Demokraten schlagen vor, eine Kryptowährung zu etablieren, in der eine Tonne immer gleich einem Coin ist. Egal, ob in Brasilien, in Deutschland oder in China. Das nennen wir Arbil. Den wollen wir so schnell wie möglich durchsetzen. Und das ist ein innovatives Konzept.